Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Whoa. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Ich weiß, ich ratter die neuen Projekte momentan raus wie am laufenden Fließband, aber ich versuche jetzt wirklich eine strukturelle und geordnete Richtung auf meinem Kanal zu verwirklichen. War das ein grammatikalisch korrekter Satz? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe Bock auf Super Mario Sunshine, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock ich darauf habe. Mein Papa dachte sich so, yo, Sohnemann, ja Mario, hier steh auf, hör auf, ja, fängt schon mal gut an hier. Mein Papa dachte sich so, yo, ich spiele ja überhaupt nicht mehr mit meinem Gamecube, warum gebe ich ihn dir nicht einfach? Und ich so, Dankeschön, das ist jetzt nicht das, was ich gesagt habe. Ich werde ihm irgendwas Schönes kaufen, das auf jeden Fall, und er hat gesagt, dass er ja kein Gamecube mehr spielt. Und er hatte zu dem Gamecube noch ein paar schöne Spiele. Darunter Super Mario Sunshine. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und da dachte ich mir, ich habe die ersten 11 Shines, wie man sehen kann, gespielt gehabt, also geholt gehabt, und ja, da dachte ich mir so, warum nimmst du es nicht einfach auf, wenn du jetzt schon so Bock darauf hast. So eine Folge Super Mario Sunshine abends mal aufnehmen geht immer, auch wenn man lernen muss. Das Spiel habe ich, kann ich so am Rande kurz erwähnen, angefangen, als die Klausurphase war. Da habe ich mich hingesetzt und so 20 Minütchen mal am Abend gespielt. Und jetzt sind wir dabei, das als Let's Play zu spielen. Ich werde, wie gesagt, versuchen, das alles ein bisschen strukturierter jetzt zu regeln auf meinem Kanal. Dass auch mal GTA Vice City kommt. Dass auch mal wieder Dark Chronicle kommt. Jak & Daxter ist jetzt so gut wie durchgespielt. Da werde ich mich wahrscheinlich an einem Wochenende auch mal 1-2 Stunden hinsetzen. Dann ist das Spiel auch durch. Das dauert nicht mehr so lange. Bei Jak & Daxter ist einfach das Problem, dass mir die Lust dann nach der Zeit vergangen ist. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun gehabt, dass mein PlayStation 2 in Anführungsstrichen HD-Kabel kaputt gegangen ist. Und danach kam noch das Problem, dass die Karte, auch wie man sagen kann, halb im Arsch ist. Ich kann nur noch in 360p aufnehmen, da die Gamecube auch nur 360p empfangen kann, wird das auch qualitätsmäßig überhaupt gar nicht besser zu, ja, skalieren sein. Ich finde auch, es sieht gar nicht so schlimm aus. Das kann man sich gut geben. Und ich habe jetzt schon genug gelabert, so ultra viel wieder. Aber damit ist eigentlich alles gesagt. Wir starten das Spiel, Freunde. Ich habe so Bock. Und die Grafik, ne? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Gamecube ist. Das sieht so sahnig aus. Das ist unglaublich. So ein geiler Teil. Der beste für mich eigentlich. Ich habe, glaube ich, nie ein Mario-Spiel so gesuchtet, außer Paper Mario wie das. Aber ich halte jetzt die Fresse. What happened? Mario, Alter. What's this icky paint-like goop? It's moving! Now, now, boys, don't touch that stuff. Nein, 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 nein. Oha, Leute. Da ist er. Da ist er. Ey, diese Grafik, Leute. Ey, das Spiel ist so alt. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Jo, machen wir. Oh, Leute, ja, Mann, ich hab so Bock. Sorrow,
Ah, oh, schön mit dem GameCube-Controller. Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, Leute, da sind wir. Da sind wir, Leute. Oh, geil. Erstmal die Fresse stoßen. Oh, ist das schön. Oh, geil. Erstmal die Palme hier hochklettern. So, Junge. Hoch da. Ah, Leute, ist das schön. Ist das schön. Es ist so geil. Oh, Alter. Nicht noch... Oh, jawohl. So wollte ich das. Also, es sieht sehr verschwommen aus, weil es ohnehin schon nicht ganz so scharf ist. Aber da dieses Spiel natürlich bei, ich schätze mal, 45 Grad Hitze spielt, kommt dieser Effekt auch noch dazu, dass es ein bisschen verschwommen ist. So, Junge, was hast du zu sagen? Okay, Mario, die Prinzessin bleibt hier und du holst Hilfe. Machen wir. So, und du, Grünling? Grünkohlkopf, dieser Schleim sieht gefährlich aus. Rühr ihn besser nicht an. Haftet er an dir? Geh ins Wasser oder nutze den Drehsprung. Bewege bla 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 im Kreis und springe. Jo, wissen wir. Oh, fuck. Oh, shit, Leute. Oh, fuck. Wartet. Ich habe da was Bestimmtes vor. Also erstmal sieht das ganze Ding aus wie Mario. Also falls ihr das nicht wisst, aber ich denke mal, die meisten wissen das. Und jetzt passt mal auf, was man machen kann. Man kann da so reinspringen und dann so Schleimspuren machen. Aber da wisst ihr, wie oft ich das als kleines Kind damals gemacht habe. Ich glaube, alleine hiermit habe ich so viel Spaß gehabt. Meine Fresse. So, ihr Ekel, Mario. Alter, das sind Fische. Oh, Fische, Mann. Und wer immer schreit. Oh, shit. Geh raus da. So, und du, Gelbling? Borussia-Kopf, Igitt Mario, das Geschmiere sieht dir ähnlich. Wie ekelig. Alter, du Rotzlöffel. Wir sind extra angereist und nun? Wir sind unzufrieden. Und jetzt das noch. Mario, sieh dich bitte nach Hilfe um. Wieso muss ich jetzt so lachen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Bock, Leute. Ich habe richtig Bock. So, lila Schwuch. Das sage ich jetzt nicht. Das ist ein freundliches Spiel. Es scheint, dass dieses Zeug irgendwie von unten kommt. Es ist wirklich sehr glitschig, also rutscht nicht aus. Ja, guck uns mal an, also ein bisschen haben wir schon Spaß damit gehabt. So, worauf wartest du? Unternimm etwas. Dein schmieriges Geklecks hat meinen Freund besudelt? Wie, was für ich, Alter? Nichts da ich. So, erstmal sauber machen hier. So, sehr nice. Und du hier? Benvenuto Isla. Kommt herbei und holt euch eine kostenlose Karte. Du hast dich schon, drücke Z, um sie zu aktivieren. Alles klar, ich habe das da gerade, ich denke mal, komplett falsch ausgesprochen. Aber, hä, haben wir uns nicht schon getroffen? Ich sah dich irgendwo, es war erst vor kurzem. Ja, wahrscheinlich auf dem Ding da oben, was die Prinzessin auch gesehen hat. Aber, wir waren das nicht. Helfen, dir etwa, spinnst du? Wir benötigen Hilfe. Nimm diese Wasserspritze und putz das Flugfeld, du Punkt, Punkt, Punkt. Hey, nicht frech werden hier, Leute, sonst kriegst du die Schelle. Oha. Blasebalg, 0815. Ey, achtet unten links, Leute, unten links. Unten links. Ey, so geil, so geil. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dowsing device. I hope to be of assistance. Nice. Proceeding with user instruction. Och, muss das sein. Use the R button. Mhm. Shoot water from my... Das ist jetzt für euch, die das Spiel nicht kennen. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button. Ich kann es nicht wegdrücken, Leute, es tut mir so leid. Es tut mir noch leid. If this tank is empty, no water can be sprayed. Oh, so ein geiles Lied, Leute. Ich krieg hier voll Bock. Oh ja, endlich. Erstmal noch einen Schluck Eistee. Möchtest du die Erklärung ein weiteres Mal anhören? Nein. So. Versuche, ob du das M von der Wand bekommst. Drücke R, um zu spritzen. Boah, wir spritzen richtig ab, Leute. Wir spritzen richtig. Oh ja, geil. So, wir können auch ein bisschen zoomen und dann hier richtig abballern. Ja, komm, jetzt mach weg da. Boah, haben wir sicher. So, Leute, jetzt geht das Gespritze los. Ab geht's. Oha, Alter. So, komm raus, du Affe. Komm raus. Das sieht ein bisschen aus wie, an irgendwas erinnert mich das immer, dieses pink, orange, gelbe. Was war das nochmal?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute, aber wir haben das viel erledigt. Noch ein bisschen Mobben hier mit dem Wasser. Boah, Alter, voll am Kratschen. Was war das denn? Ich hoffe, nur ich hab das gehört. Heilige Scheiße. So, ich mach dich hier sauber, Junge. So. Boah, ich dachte, es sei um mich geschehen. Hey, warte, du bist es. Du bist schuld an allem. Halt die Fresse, Junge. Ich hab gar nichts getan, Alter. So, Junge, da haben wir den ersten Schein. Zack. Geil, Alter. Geil, Leute. Das wird so spaßig. Das wird so spaßig. Vor allem werde ich das Let's Play richtig auskosten. Wir werden alles erforschen und jetzt... Alter, GTA, Leute. Die Bullen kommen. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that Sonnenforscher has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. Alles klar. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, die Stimme, Leute. Ich will die Szenen nicht versauen. Aber irgendwie ist die Stimme süß. So, Leute. Wir machen den Typen fertig, der uns da verarschen will. Nein. Unhold. Hey, pass auf, Junge. And remember. So, Leute, ab geht's, Leute. Piazza Delfino. Oh, geil. Oh, Alter, riesen Kackfleck. So, Junge, was ist mit dir los? Hier auf zu zittern. Sicher, ich hab nichts getan, Alter. Ja. Ich kümmere mich nicht erstmal um diesen scheiß Fleck, sondern ich kümmere mich darum. Durchgespielt. Ende. Das ist irgendwie immer der erste Schein, den ich hole. Und diesen Schein habe ich damals nicht gefunden durch irgendetwas, durch Videos oder ähnliches. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, gab es für mich noch kein Internet. Da bin ich hier so lang gelaufen, einfach so just for fun, habe gesehen, dass das da auch immer so komisch orangst. Orangst, Leute, merkt euch das. Orangst ist die Farbe des Glücks.
Dann habe ich gemerkt, dass da orange etwas aufblinkt. Und das war nichts anderes als ganz genau diese wunderbare Insignie. Boah, Alter. Ich sag immer Insignie. Wird das überhaupt so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Sag mir mal bitte, wie das ausgesprochen wird. Ist das richtig so? Ich sag mein Leben lang schon Insignie zu diesen Dingern. So, ja, wir müssen den Kackfleck wegmachen, wissen wir. So, und ich habe gerade gar nicht gesehen, was der wirklich gesagt hat. War, du bist in Sicherheit. Dieser Urlaub ist verrückt. Ach, du bist in Sicherheit. Ich habe irgendwie gelesen, dass ich schuld bin oder so. So, Junge, ihr seid bestimmt alle sauer auf mich, ne? Weil ihr denkt, ich war das. Hallo, du siehst gut aus. Es scheint, als ob du das Wort Unheil in deinem Gesicht... Was? Alter, was da steht in meinem Gesicht? Soll ich dich mal umhauen, Alter? So, und du, Junge? Du siehst nett aus. Auf der rechten Seite sind Durians. Auf der linken Kokosnüsse. Wenn du nichts kaufst, verschwinde. Ich nehme die einfach. Oh, das ist so geil, die so wegzukicken. Bam. Leute. Boah, richtiger Dribbler hier, der Mario. Da. So, und Vorlage und Tor. Oh, Alter, fliegen die Leute. Wartet. Oh, warte, das wollte ich gar nicht. Oha. Schuss. Dieses Obst ist wie ein Fußball. Alles klar. So, da vorne war irgendwo ein Fenster offen. Ich glaube, wir können da was, wir können da ein bisschen spritzen. Warte mal. Kriegen wir da was Schönes? Eine blaue Münze oder so? Oh, toll. Eine gelbe. Nice. Warum auch nicht? Ich würde sagen, in dieser ersten Folge werden wir allerhöchstens noch das hier kaputt machen. Nein, Spaß. Drücke L, ja, Stampfattacke, wissen wir alles. Ja, hab ich doch. So, haben wir noch Zeit? Ich muss mal gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann würde ich sagen, machen wir hier diesen braunen Kackfleck noch weg. Ich glaube, danach können wir gar nicht speichern. Können wir irgendwie mittendrin speichern? Ich weiß das gar nicht. Ich speichere immer nur noch einen Schein ab. Aber jetzt kriegen wir ja gleich gar keinen. So, erstmal ein bisschen sauber machen. Weg mit dir, du Kack. Wie, weg mit dir? Boah. Boah, und noch seinen Mund berührt. Das hört sich komisch an. Weg mit dir, Junge. Oh ja, außer Drehung. Herrlich. Herrlich. Und Wutz. Wow. Oh, Leute, jetzt geht die Party ab. Oh, shit. Ey, warum macht es immer ein Blubgeräusch, wenn ich trinke? Alter, ich finde das Spiel so geil, Leute. Oha. Boah, ich liebe den Beat, ey. Nein, das ist nicht Mario. Ist Mario blau? Höchstens, wenn er sich mit dir entzischt, aber das ist doch nicht Mario. So, Junge. Niemand fasst die Prinzessin an, außer ich. Niemand. Niemand, Junge. Komm ran. Mach dich fertig, Junge. Bleib einfach stehen. Bleib stehen, Junge. Du sollst stehen bleiben. Hallo. Haha, haben wir dich. Du Affe. Oh, das ist nicht fair. Absolut unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen. Dir sollte es nicht erlaubt sein, so einen scheiß Pinsel da zu haben. Junge, wohin mit dir? Du bleibst hier, Alter. Nice. So, Junge. Was machst du da? Hör auf zu lachen. Alles klar. Hau einfach ab. So, Junge, direkt hinterher. Zack. So, Freunde. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Cliffhanger auf Dude.